So, vielen Dank für die Einladung. Ja, vielleicht noch mal kurzes Handzeichen. Wer kann Deutsch verstehen? Alle. Ja, dann würde ich auch sagen, dass ich den Vortrag in Deutsch mache und nicht in Englisch. Stelle ich mir mal kurz vor. Also mein Name ist Michael Krüger. Ich komme aus Recklinghausen, bin Head of Business Development für die Firma Neuvektor. Die hat ihren Hauptsitz in Milpitas. Das ist quasi, ja, Milpitas direkt liegt in Silicon Valley. Also wenn man von unserem Office über die Straße schaut, sieht man die Firmen Dell und Cisco. Also eigentlich alle Firmen, die sich um Netzwerksicherheit kümmern. Und darum geht es auch heute in meinem Talk. Also um quasi die Docker Firewall. Und warum braucht man eine Docker Firewall? Was ist eigentlich, also warum ist das notwendig? Wie funktioniert sie? Und was kann man damit machen? Ich habe also ja, so ein paar Slides vorbereitet, habe dann eine Live-Demo, wo wir mal reingehen. Ich hoffe, dass man dann auch die Putty-Fenster hier gut sehen kann. Sonst müsst ihr ein bisschen anrücken und einfach weiter nach vorne kommen. Okay, als erstes würde ich gern über Container Suites sprechen. Das heißt, was haben wir eigentlich für Gefahren draußen, die, sag ich mal, Container angreifen können? Und da haben wir bei Neuvektor, also mein Entwicklungsteam hat einen super Blog geschrieben, wo man sich erkundigen kann, wie man zum Beispiel einen Container in Amazon zum Beispiel sich einhacken kann. Also Amazon verkauft auch so ein Security-Kit, empfiehlt aber offiziell auch Neuvektor als Firewall, damit solche Sachen nicht passieren können, die wir dort beschreiben. Da geht es, sage ich mal, so um, ja, die nennen das Low-Frequency-Attacks. Also da wird dann ein Port-Scan auf einen Container durchgeführt, aber auch nur zu gewissen Zeiten, nicht andauernd, auf einer geringeren Frequenz, so nennen das die Entwickler. Und durch diese geringe Frequenz können Sie im Endeffekt herausfinden, was steckt eigentlich hinter diesem Container. Läuft da zum Beispiel eine MongoDB, dann können die mit diesem Low-Frequency-Scan im Endeffekt die Version herausfinden und googeln dann im Internet nach den Vulnerabilities zu dieser Version und bekommen dann die richtige Anleitung, um sich dort auch einzuhacken. Also das kann ich später nochmal zeigen, diese Links, wo man es finden kann. Ein anderer Blog, der geht darum, dass man so Threads im Containerumfeld findet, wie, ich sag mal, wir nennen das hier so Dirty Cow Attack, wo halt ein Container andere Container infiziert. Ich gehe gleich nochmal so auf die Herausforderungen an. Ich war zum Beispiel letztens bei einer französischen Firma, die hat sich von VMware verabschiedet. Also spart da ungefähr, ich glaube, 10 oder 20 Millionen Lizenzgebühren und hat auf OpenStack mit OpenShift umgestellt und nur auf Container. Und da fehlt dann natürlich die Hypervisor-Schicht und die Betriebssystemschicht, die man normalerweise bei einer virtuellen Maschine hätte, die man betreibt. Und die Container laufen ja hauptsächlich auf einem Kernel, der sich dann geteilt wird. Und wenn natürlich jetzt so eine Dirty Cow Attack stattfindet, wo eine Vulnerability im Container quasi auf Bare Metal installiert wird, über so ein Orchestration Tool wie Kubernetes oder Docker Enterprise Edition, dann kann das den Kernel infizieren und kann natürlich dann auch alle anderen Container, die auf diesem Host laufen, infizieren. Das sind so Attacken, mit denen wir draußen im Containerumfeld umgehen und manche kennen die gar nicht. Aber auch Container-Breakouts, also wo einfach ein infizierter Container installiert wird und den Kernel infiziert und dann sich selbst löscht. Und ihr wisst gar nicht, dass da eine Attacke stattfindet. Also das ist so die Herausforderung. Die traditionellen
Firewalls, Intrusion Detection Systeme, die traditionellen Schutzmechanismen, die ihr kennt, funktionieren bei Containern nicht mehr. Das heißt, wenn ich eine Standard-Firewall installiere, dann habe ich quasi ja einen Agenten, den ich auf dem Host installiere, aber der Agent, der weiß nicht zum Beispiel, wie die Container kommunizieren und der kann auch nicht in die Container hineinschauen. Das heißt, der weiß nicht, läuft da welcher Syscall, welcher Namespace, welcher Container, welche Applikation, welcher Service läuft da überhaupt. Das können die nicht sehen. Also das ist erstmal so das, warum es ein, sage ich mal, ein Need oder ein, also das ist eine Herausforderung, wenn Kunden in Produktion gehen mit Containern. Und wo man sich meistens erst ganz am Schluss mit beschäftigt. Ich glaube, das kann mir Peter auch bestätigen, dass dann Security meistens am Ende erst angeschaut wird, obwohl man das eigentlich schon tun sollte, wenn man im Development-Prozess ist von Containern. Und da wird man dann auch, so wie ich bin mit Containern letztes Jahr gestartet und habe mir gesagt, ja Mensch, es gibt ja genug Security-Firmen im Containerumfeld. Wo sind da eigentlich die Unterschiede? Und da unterscheidet man im Endeffekt so aus dem Dev, Continuous Integration, Continuous Delivery und Runtime Security Feld. Das sind die vier Felder, wo man über Security sprechen kann. Das war das Erste, was ich hier lernen musste. Und da positionieren sich natürlich auch bestimmte Firmen, auf die ich jetzt nicht weiter eingehe, aber die helfen halt im Endeffekt, Schadcode im Container zu finden. Auf der anderen Seite versucht man mit verschiedenen Tools die Container auch so zu minimieren, dass man weniger diesen Container angreifen kann. Also das nennt man Hardening. Und auf der anderen Seite CVEs, also Vulnerabilities in Containern zu finden, wenn ich sie entwickle. So, bevor ich jetzt irgendwas rausschicke, hat mir von irgendeiner Registry eine Software runtergezogen, ist schon eine Vulnerability drin und ich launch das Ding. Ja. Das muss ich natürlich vorher prüfen, dass da nichts drin ist. Und dann habe ich im Endeffekt auch die normalen, im OSI-Schichtenmodell habe ich ja 7 Schichten. Da gibt es dann Schicht 2 und 3. Da befinden sich dann so Tools wie von OpenShift, SE Linux oder AppAmour, wo man im Endeffekt, oder Ranger zum Beispiel, was ich gleich auch mal zeigen werde, da kann man Policies festlegen pro Host, aber wirklich halt nur auf Basis der IP-Adressen. Da kann ich dann Policies anlegen. Und Runtime Security, da gehen wir heute noch tiefer, natürlich ganz tief drauf ein. Das ist im Endeffekt die Firewall, die mich bei einer skalierenden Containerumgebung am besten unterstützen kann und mit Automatisierung. Die Schritte gehe ich jetzt ein. Wenn wir also von Runtime Security sprechen, dann sind 4 Punkte essentiell. Der erste Punkt ist, dass man weiß, also das Netzwerk inspiziert, weiß, wie kommunizieren die Container. Auf der anderen Seite muss diese Lösung, sag ich mal, schützen. Und zwar Applikationen in Containern und nicht mehr Hosts. Auch Hosts, aber hauptsächlich Applikationen und Services in Containern. Und dann haben wir als nächstes, müssen wir die Container ständig überwachen, weil man könnte ja ständig auch angegriffen werden und muss das dem Security-Admin visualisieren, aber auch, ganz wichtig, dem Security-Verantwortlichen, wenn es den gibt, auch den Hinweis geben, dass da ein Angriff stattgefunden hat. Weil das kann man heute nicht erkennen, dass da ein Angriff stattfindet. Und zum Schluss hat man so viele Sachen natürlich mit Containern automatisiert und kann auch sehr schnell mit Containern skalieren. Also Kubernetes, Ranger, Docker EE ist jedem hier wahrscheinlich ein Begriff. Damit kann ich halt die Container ausrollen, hochverfügbar machen.
Das ist quasi mein Virtual Center, würde ich sagen, so aus der VMware-Welt für meine Docker-Umgebung. Und klar, wenn die so schnell skalieren, muss meine Firewall auch mit diesen Orchestration-Tools kommunizieren. Gehen wir auf einen Punkt ein bisschen tiefer ein. Also Inspizierung des Netzwerks. Wie funktioniert das? Man muss sich vorstellen, wenn ich heute nicht die Verbindung untereinander sehen kann, brauche ich halt eine Software, die auf Applikationsebene die Verbindung sichtbar macht. Und zwar von Container zu Container, wie aber auch die Verbindung von Host zu Host. Da die traditionelle Firewall gerade, und das nennen wir in Amerika immer den Osten zu West Traffic, schöne Übersetzung, und der, also das ist der Traffic, der heute nicht gesehen werden kann, der muss diese Firewall visibel machen, weil unheimlich viele Container auch untereinander sprechen. Nord- und Süd-Traffic nennt man im Endeffekt den Traffic, den eine traditionelle Web-Firewall von Palo Alto Networks zum Beispiel abdecken kann oder eine F5-Web-Firewall an der Stelle. Das heißt, diese Herausforderung muss gemeistert werden und auf der anderen Seite muss es auch visibel gemacht werden, weil da so viele Container sind. Also ich war bei einem Kunden jetzt, der hat 2000 Container, der will aber noch 450 weitere Applikationen in Container bringen in den nächsten 2 Jahren. Und da habe ich ihn gefragt, wo ist er dann in 2 Jahren? Bei 20.000 Containern. Und wenn man dann da die Übersicht behalten will, ja, das ist gar nicht so einfach. Weil da passieren ja ständig IP-Adressänderungen. Es gibt auch so Software wie Chaos Monkey. Da wird dann bewusst ein Container nach einer Stunde zerstört und wieder neu aufgebaut mit dem Orchestration-Tool. Ein anderer Bereich, den ich genannt hatte, war den Container selbst zu schützen, und zwar zu schützen vor mehr internen Angriffen, den zu schützen vor Vulnerabilities, vor DDoS-Attacken. Und ich habe euch noch, wenn ich die Daten mitschicke, einen Link mitgegeben. Da geht es um selbstfahrende Autos. So, und das ist ein total geiles Video, wo 2 Hacker dieses selbstfahrende Auto hacken und dann dem Kollegen ihre Gesichter auf den Display werfen oder den Scheibenwischer anmachen auf höchsten Stufe, Heavy-Metal-Musik ganz laut anmachen und der Typ, der geht einfach nur kaputt in diesem Auto. Und warum passiert sowas auch? Weil es gibt halt Autos, die werden halt nur alle 5 Jahre gepatcht. Genauso gibt es auch Container, wenn man in vielen Microservice-Teams arbeitet, die unterschiedliche Patch- und Kernelstände haben. Und da braucht man eine Software, die im Endeffekt auch jemanden davor schützen kann, wenn das alte Stück Software angegriffen wird, einen davor zu schützen, weil der Wagen kann nicht ständig gepatcht werden, muss aber vor solchen Gefahren IoT geschützt werden. Und da muss die Software im Endeffekt die Connections blocken, so blocken, dass man weiter in der Anwendung arbeiten kann, in Quarantäne schicken können. Das heißt, dass der Security Admin sagen kann, oder euer Monitoring Tool wie Splunk könnte es vollautomatisiert einen Container in Quarantäne setzen, dass kein Traffic mehr raus und rein geht, weil man einfach Angst hat. Oder auf der anderen Seite wird halt nur eine ALAT ausgeworfen für einen Auditor, der sagt, ich gebe euch jetzt für die ISO 27001 meinen Stempel. Und hier ist halt auch wichtig, dass man Automatismus mit reinbringt, also selbstlernende Automatismen. Also das bedeutet, dass man nicht die Firewall-Regeln mehr per Hand schreibt. Das wäre relativ schwierig, wenn sich Container ständig verändern. Müsste ich also ständig da sitzen, IP-Chains, so wie ich das 1993 auf Debian on the Scratch gemacht habe. Das ist hier unmöglich. Deswegen muss der Automatismus hier mit rein. Und der Automatismus
muss nicht mit einer Blacklist funktionieren, sondern mit einer Whitelist, dass man das mit einer Policy versieht, was auch erlaubt sein darf. Und das, was vielleicht ein Verhalten hat, was unbekannt ist oder was nicht normal ist, das ist dann automatisch die Blacklist. Also man arbeitet dann hier in dem Segment eher mit Whitelists. Ja, hier nochmal die Container Host Protection. Gerade hatte ich nur von Containern gesprochen. Genauso wichtig ist der Host. In einem der ersten Meetups diesen Jahres habe ich Peter gefragt, ja Mensch, warum ist in der Docker-Umgebung mit mehreren Hosts nie der Kernel gleich? Ja, und da hat der Peter mir das erklärt. Ich habe nicht verstanden, warum das nicht funktioniert, dass man die Kernel auf jedem Host gleich hat. Aber es funktioniert nicht mit Docker oder in Container-Umgebung. Und aus dem Grund muss auch diese Lösung Host betrachten und hier auch sogenannte Privileged Escalations, sage ich mal, verhindern. Und es müssen auch die ganzen Tools mit eingebaut werden. Also es gibt von Kubernetes eigene Benchmarks oder von Docker. Der Docker Benchmark, den hatten wir im letzten Meetup, glaube ich, auch kurz gezeigt oder erwähnt. Da ist halt wichtig, dass man diese Tools von den anderen Herstellern nutzt und diese Tipps, die die ausgeben, auch wahrnimmt. Monitoring der Hosts, wichtig. Und natürlich das Self-Monitoring. Also gerade wenn man von Runtime-Security spricht und es findet ein Angriff statt, muss das System ständig gemonitort werden. Und das Paket, was über die Netzwerkhosts läuft, muss auch ständig inspiziert werden. Also da kann man nicht mit traditionellen Technologien arbeiten wie IP-Tables oder andere Hersteller nehmen Syslogs oder Syscalls, genau so heißt es. Das sind Methoden, die uns dort nur bedingt weiterhelfen. Durch die Visualisierung von, sage ich mal, Containern und dem Visualisierung des Traffics kann man, sage ich mal, anderen Leuten auch besser erklären, wie sicher ist eine Umgebung. Ich hatte auch die Protokollierung erwähnt für Auditoren. Das ist also auch ein wichtiger Bestandteil von einer modernen Docker-Firewall, weil die Umgebung halt sehr komplex ist und groß sind meistens. Hier habe ich einfach mal einen Screenshot genommen. Ich habe einfach mal auf meiner etwas kleineren Testumgebung, ich glaube 1000 Webhosts hochgefahren in Containern, einfach mit einem Kommando. Da war ich schon begeistert. Und dann habe ich so eine Grafik bekommen, also für eine Visualisierung. Hier ist halt wichtig, dass die Software im Endeffekt auch in so eine Visualisierung rein- und rauszoomen kann. Das heißt, wenn ich von 1000 Containern spreche, müssen die auch gruppiert werden können oder im Endeffekt auch ja, so gruppiert werden können, dass das für andere auch Sinn macht und anschaulich ist. Ne? Sonst bringt diese Grafik bringt uns hier nicht weiter links. Die rechts schon besser. Ja. Warum ist für eine Firewall nochmal Automatisierung und Skalierung wichtig? Hier, man muss immer up-to-date sein mit den Security Policies. Man muss es automatisieren und man kann Container nur monitoren und Policies automatisieren, wenn man Hand in Hand mit dem Orchestration Tool arbeitet. Das heißt, eine Firewall muss mit allen Tools am Markt zusammenarbeiten. Das verbreiteste Orchestration-Tool ist Kubernetes. Zweitverbreiteste würde ich sagen OpenShift mit Kubernetes. Dann Docker Enterprise Edition und Ranger und Mesos 4. Ja, da kann man sich jetzt streiten, wer da vor dem anderen ist. Es ist halt wichtig, dass diese Software damit funktioniert, weil wenn man schon einen Container-Ansatz fährt, dann will man in der Public Cloud bei
AWS diesen Container betreiben, aber auch on-premise, in einer Co-Location, eigentlich egal wo. Man muss die Firewall sich mitbewegen können. Und das muss alles auf dem Level, also auf dem Layer 7, 3 bis 7 stattfinden, also wo Services und Applikationen sind. Das heißt, die Policies, die gebaut werden, sollten mit dem Service oder der Applikation verbunden sein und nicht mehr mit dem Host unbedingt. Also man wird hier bei allen Herstellern, die sich dort tummeln, im Endeffekt sehen, dass die sich mehr auf die Applikation oder Service konzentrieren und den Host von den Policies und dort halt im Endeffekt die Policies durchführen. Ich habe jetzt 20 Minuten über die Theorie gesprochen, jetzt kommen wir in die Praxis. Dafür habe ich eine VPN-Verbindung nach Recklinghausen aufgebaut. Da stehen im Keller zwei Dell-Server, die ich als Verkäufer mit Docker und Ranger Orchestration bestückt hatte. Letzte Woche hatte ich noch Docker Enterprise Edition drauf, wollte mich aber selbst mal challengen, dass ich hier heute auch mal Ranger zeigen kann. Und schauen wir mal, ob der Tunnel noch steht. Er ist noch da. Da ist meine virtuelle Maschine. Ich gucke mal, ob man die Fenster gut sehen kann. Das sieht schon mal nicht so schlecht aus. Und dann gehen wir mal in so ein Orchestration-Tool rein. Also was ich hier vorbereitet habe, ich habe einmal Ranger installiert als Orchestration-Tool mit drei Hosts. Die zwei Hosts habe ich mit Ubuntu ausgestattet und Docker Engine. Das war relativ schnell aufzusetzen. Den dritten Host habe ich einfach mal mit einem Ranger OS bestückt. Das gibt es auch. Das ist schon ein sehr gut gehardenes sage ich mal, Betriebssystem, wie das Linux-Kit im Endeffekt. Und dann habe ich einfach mal on the scratch nochmal so einen einzelnen Host mit Docker Compose aufgesetzt. Also wie man das quasi so im Home Lab machen würde. Ne? Und schauen wir uns aber erstmal das Orchestration-Tool an. Ich habe das hier, das linke Fenster, das ist mein Ranger Orchestration-Host. Da läuft jetzt hier dieser Ranger drauf. Kann man wirklich mit zwei Befehlen installieren und es läuft. Also da war ich echt begeistert. Und hier habe ich dann die Möglichkeit, meine Hosts mit einzubinden und kann dann im Endeffekt hier auf Add Host gehen, habe dann meine, sage ich mal, Ubuntu-Clients schon installiert und mache nur Copy und Paste von diesem Clipboard hier unten und dann hänge ich den Host hier in das Orchestration-Tool mit rein, wie wir es jetzt hier auch auf der Grafik sehen. So, und dort habe ich schon ein paar Applikationen vorbereitet, die wir gleich starten. Also auf dem ersten Host habe ich einen Nginx Load Balancer und eine Redis Datenbank installiert, die sind jetzt noch runtergefahren. Und auf dem zweiten Host habe ich drei Webserver installiert. Auf die greife ich über den Load Balancer zu und die schreiben dann einfach eine Zahl in die Redis-Datenbank, damit man mal ein bisschen Traffic sieht und dann auch gleich mal mit einer Firewall reingehen kann. Und der dritte Host ist jetzt noch nackt, da hatte mich nun mal jetzt hier fürs Meetup interessiert, wie das Ranger OS aussieht. So, um eine Firewall zu installieren, gehe ich im Endeffekt auf den Katalog, füge erstmal hier die Registry ein vom Docker Hub, wenn ich mir die Software vom Docker Hub runterziehe. Dann gehe ich auf den Katalog und klar, die Firewall, die ich natürlich hier heute empfehlen würde, ist die von NeuVector. Ich habe es ja bisher neutral gehalten und die kann ich hier auch im Katalog finden. Und im Endeffekt läuft es dann so, ihr schickt mir eure Docker Hub ID zu nach diesem Meetup, dann trage ich euch bei unserer Docker Registry ein
Und dann habt ihr alle 90 Tage Zugriff auf diese Firewall und könnt die genauso, wie ich es jetzt hier mache, einfach aus dem Katalog herunterladen. Wichtig ist nur, dass ihr im Ranger die Hosts labelt. Da gehen wir gleich nochmal zurück, zeige ich euch, wie ihr das macht. Und dann den Host, wo ihr die Firewall erstmal installiert, einfach hier angibt. Die Firewall von NeuVector ist jetzt selbst ein Container, kein Agent, so wie man das kennt. Also eine moderne Firewall muss ein Container sein, um all das zu leisten, was ich beschrieben habe. Und dann klicke ich hier unten auf Launch. Ich habe extra mal ein altes Template ausgewählt, damit ihr gleich auch mal seht, hier wird jetzt die Version 1.1 installiert. Und zwar ein Container mit dem Namen All-in-One. Der beinhaltet einen Manager, Controller und Enforcer. Der Manager ist die Web-Oberfläche, wo ich auf die Firewall zugreifen kann. Der Controller sammelt die ganzen, sage ich mal, Daten vom Netzwerk. Und der Enforcer, der hüpft quasi auf das Docker-Netzwerk-Interface und lauscht dort. Also der inspiziert und monitort jedes Paket, was dort auf diesem Docker-Netzwerk-Adapter durchläuft. Und wie gesagt, hier jetzt in der Version 1.1, automatisch werden jetzt mehrere Enforcer installiert, weil der Enforcer ist ja quasi wie so ein Agent im Container, der muss auf jedem Host installiert sein. Schauen wir mal, ob das geklappt hat. Jetzt sehen wir hier schon, da läuft unser Manager und Controller von NeuVector, wo wir gleich drauf gehen werden. Hier habe ich einen Enforcer installiert und hier auch. Das heißt, alles hat geklappt. Das war jetzt eine Sache von, ja, nicht mal eine Minute. Ne? Und entsprechend kann ich jetzt über den Port 8443 auf das Interface der Firewall zugreifen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Logge mich dann ein mit Admin. Bestätige noch gerade eine Lizenz, Euler. Und jetzt kann ich schon die Firewall benutzen. Die Firewall, die hat jetzt im Endeffekt auch die Nodes erkannt, die drei Nodes. 10 Services und 29 Container in meiner Umgebung. Also man kann mit dieser Firewall sogar noch mehr machen. Man weiß sogar, wie die Performance der Container sind. Also man könnte bestimmte, ja, ich sag mal, Skripte und Ideen einbauen, wo ich gleich noch drauf eingehen werde, wo man noch viel mehr aus diesen Paketen rauslesen kann für forensische Analysen oder für Automatisierung über Monitor-Tool, über Monitoring-Tool wie Splunk oder, ich meine, Elasticsearch heißt das, was man da auch verwenden kann, um halt dann Container direkt in Quarantäne zu schicken. Aber schauen wir uns jetzt mal an, wie sowas visibel gemacht wird. NeuVector befindet sich jetzt im Discover-Mode und wie man sieht, es ist nicht viel Traffic auf meiner Umgebung. Dafür muss ich jetzt sorgen. Also ich sehe nur die Container ganz banal. NeuVector lernt jetzt das Verhalten der Applikationen kennen und baut automatisch die Security Policies. Dafür werde ich jetzt ein bisschen Traffic machen. Ich fahre jetzt mal meinen Nginx Load Balancer hoch. Ich fahre meine Redis Datenbank schnell hoch. Ich fahre meine drei Webserver hoch. Und dann werde ich einfach mal auf diesen Host, wo die drei Webserver sind, zugreifen und ein paar Zahlen in die Redis Datenbank schreiben, damit ich so ein bisschen Traffic hier auf das System bekomme. So, ein bisschen gerade warten, bis die Container oben sind. Und währenddessen ich den Traffic, Moment, das war der falsche Port. Müsste der 1080er Port sein. Ja, jetzt zählt er, ne? Also ich verursache Traffic jetzt in der Umgebung.
Neuvektor lernt es, baut jetzt schon Policies dafür, für die Whitelist. Also das sind jetzt die Verbindungen, die erlaubt sind. Und wenn ich hier jetzt einen Refresh durchführe, wird das Ganze auch visibel. Die sind auch automatisch gruppiert, die Container. Wir können da jetzt gleich mal reinzoomen. Aber hier sieht man schon mal ganz schön, wie der Traffic verläuft. Man kann auch auf die einzelnen Verbindungen draufklicken und kann im Endeffekt hier sehen, was passiert denn da gerade, was ist das für eine Verbindung. Wenn ich auf Policies jetzt klicke und auf Services, sehe ich im Endeffekt auch, wie er sie jetzt gruppiert hat, die Anwendung. Das macht er vollautomatisch. Der Entwickler kann aber auch Security-Regeln mit vorgeben, am Anfang mit importieren, also dass sie nicht selbst gelernt werden. Man kann die auch exportieren, die Regeln, also die selbstgelernten. Und hier sieht man halt, wie er sie gruppiert hat, in welchem Status die sind, Discover-Modus. Und hier hat er zum Beispiel jetzt für diesen Traffic zwei Policies angelegt. Und für dieses Anlegen der Policies, um das grafischer noch schöner zu gestalten, haben wir auch eine Policy View. Das heißt, hier kann man sehen, welche Regeln wurden erstellt. Also nicht auf Basis des Traffics der Überblick, sondern auf Basis der Policies. Und hier kann man nochmal manuell die Policies dann ausschalten, einschalten und manuell erstellen durch einen einfachen Plus-Button. Aber, sorry, das war jetzt Englisch. Das Wichtige ist, der Kunde, der das installiert, der kann das auch einfach mal für einen Test benutzen. Ist meine Umgebung überhaupt sicher für so ein eigenes Audit? Und das ist kostenlos. Dass man einfach mal testet, wohin funken denn meine Applikationen? Ne? Und da finden halt schon Kunden die ersten Herausforderungen, wo man gar nicht mit gedacht hätte, dass da noch was im Container ist, was doch rausgeht. Ne? Gut, jetzt ist der Traffic gelernt. Jetzt wollen wir auch feststellen, was gibt es für Vulnerabilities und Threats in dieser Umgebung. Dafür stelle ich die Container auf dem Monitor-Modus ein, in dem Fall alle. Wichtig noch zu erwähnen, alle Schritte, die ich hier tue, können auch mit einer REST-API durchgeführt werden, alles über Command-Line. Das macht in gewissen Umgebungen Sinn. Im Monitor-Modus zeigt er mir jetzt sogenannte Violations an, also Verhalten, nicht normales Verhalten oder Attacken von außen. Er blockt sie aber nicht, er zeigt sie nur an in Form von roten Linien. Und diese Violations werde ich jetzt einfach mal hier erzeugen. Dafür gehe ich einfach hier auf den zweiten Host und ich habe hier im Endeffekt einfach mal einen Docker-Exec, den ich von Node 1 auf Google mache. Normalerweise spricht er der Node 1 zu der Redis-Datenbank und der Traffic kommt vom Load Balancer im Nginx. Jetzt schicke ich den Traffic in eine andere Richtung. Und das ist im Endeffekt ein Verhalten, was nicht normal ist. Wenn ich jetzt die Grafik einfach nochmal refreshe, dann kann ich im Endeffekt jetzt hier eine rote Linie erkennen, kann aber auch sehen, ja, das ist eine Violation. Das ist kein normales Verhalten aus unserer Sicht. Jetzt könnte ich folgendermaßen vorgehen und sagen, ich schicke hier eine Notification raus, da hat eine Violation stattgefunden, lieber Security Admin, kümmere dich drum. Der hat eine automatische Policy eingerichtet, weil der totaler Schisser ist. Ich setze den sofort in Quarantäne, den Container, ne? Damit nichts mal rein raus geht. Dann sieht man im Endeffekt, das kann man also voll automatisieren, dann sieht man einen roten Kreis um den Container. Jetzt geht nichts mehr raus und rein, bis der Kollege das geprüft hat. So, das Gleiche hat er auch für den anderen Container gemacht. Und jetzt zeige ich einfach mal,
wie man jetzt hier zum Beispiel auch sehen kann, jetzt muss der Traffic über den Node 2 fließen. Und dafür haben wir hier so einen Information-Button eingearbeitet, der zeigt mir den laufenden Traffic an, der hier drüber läuft. Das heißt, wenn ich jetzt hier Auto-Refresh drücke und mache das Gleiche noch, also produziere hier oben jetzt Traffic, dann wird man sehen, dass der jetzt den Traffic über diesen Container schicken muss, weil die anderen alle in Quarantäne sind. Er hat keine Chance mehr, über andere Webserver rauszugehen. Das ist ein ganz nettes Feature. Jetzt hat der Admin das kontrolliert, nimmt die Container wieder aus der Quarantäne raus. Und dann gehen wir in einen Modus, der Protection-Modus heißt. Das heißt, da werden grundsätzlich jedes Verhalten, was nicht normal ist, direkt geblockt. Und das machen wir jetzt mal. Dafür setzen wir alle in Protection-Mode. Okay. Und versuchen das Gleiche jetzt nochmal. Also diese Violation. Und dann werden wir feststellen, dass wir da viel weniger zurückgeliefert bekommen. So, jetzt wird die Verbindung geblockt von NeuVector. Das ist der Protection-Modus. Und hier kann man das dann auch sichtbar machen, indem ein X in der Linie ist. Man kann dann auch sehen, was war denn das Problem. Das wird also hier auch nochmal transparent gemacht. Und es wird natürlich auch dann reported, indem dann hier diese Violation dann auch nochmal also rausgegeben wird. Und das funktioniert über einen Syslog-Server. Den kann ich hier konfigurieren mit der IP-Adresse und kann diese Reporting-Daten einfach weiterleiten an mein Monitoring- oder Logging-Tool. Ein anderer Faktor, wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, 2000 Container und jetzt wollt ihr zur Laufzeit wirklich herausfinden, wo sind denn Vulnerabilities in den Containern? Ich habe ja jetzt hier nur Verbindungen gezeigt, also Connections. Dafür haben wir einmal das Tool von Docker mit eingebaut. Ich zeige das mal gerade. Das ist jetzt noch die alte Version. Das habe ich mir selbst erwischt. Ich muss die Version jetzt updaten. Das machen wir jetzt mal. Ich zeige euch mal, wie so ein Update funktioniert. Weil da haben wir auch den Docker-Benchmark mit reingebracht in der neuesten Version. Aber ich führe das noch gerade zu Ende, damit ihr es einmal seht. Man kann hier halt jetzt jeden Container auf Vulnerability scannen. Das ist ein Autoscan, der viel schneller ist wie ein normales Scanning-Tool. Wir haben jetzt gerade einen Test mit 20.000 Containern. Da ist die Umgebung richtig in die Knie gegangen von der Performance, wenn ein Scan durchgeführt wurde. Also von so Tools wie Claire, glaube ich, oder sowas. Und mit unserer Lösung, wir gehen halt wirklich nur auf diesen Layer 7, auf die Applikationsebene und auf die Container, die laufen. Da kann man das auch während des Betriebs machen. Man kann es aber auch so steuern, dass man das in Gruppen macht, über eine REST-API. Erstmal die 100, dann die 100 und dann die 1000 Container. Und dann werden die Vulnerabilities hier unten angezeigt. Und kann sich das dann auch aufrufen über diesen Link hier oben, ne? Und das Gleiche auch für die Hosts. So, und jetzt zeige ich mal den Docker-Benchmark und wie das Upgrade funktioniert und dann sind wir auch gleich durch. Ich hoffe, ich mache nicht zu lang heute. Von der Zeit bin ich noch im Rahmen, oder? Okay. Update geht ganz einfach. Einfach in den Stack bei Ranger rein. Und da war ich jetzt selbst begeistert, weil ich habe es immer mit Docker Compose vorher gemacht. Und dann klicke ich hier auf Upgrade, ziehe mir, also ändere dann hier unten nur den Versionsnamen, das ist jetzt 1.2.1.
und sage Upgrade. Jetzt wird quasi der Container wird jetzt ersetzt. Ich hätte eigentlich alle Daten speichern müssen. Die hätte ich eigentlich sichern müssen vor. Aber habe ich jetzt nicht gemacht. Ist auch für einen Docker-Benchmark nicht so wichtig. Und ich date natürlich meine Enforcer ab, indem ich hier auch die Version 1.2.1 angebe. Das ist jetzt das Upgrade meiner Firewall. Und dann importiere ich einfach wieder meine selbstgelernten Policies. Es sollte gleich fertig sein. Also nur noch die Enforcer werden hier abgedatet. Aber es soll euch auch mal ein Gefühl geben, wie so ein Orchestration-Tool funktioniert für die, die es jetzt noch nicht gesehen haben an der Stelle. Ich denke, das wollte ich einfach heute auch noch mal so weitergeben als Verkäufer, dass ich da begeistert war, wie das funktionierte an der Stelle. Ja, Update ist erfolgt. Jetzt können wir uns wieder einloggen. Und schauen uns mal einen Docker-Benchmark an. Wir haben auch einen Docker-Benchmark für Kubernetes in der 1.2.2er-Version, die jetzt rauskommt. Das heißt, es werden bei NeuVector diese Security-Tools, die man von den Orchestration-Anbietern bekommt, mit eingebunden. Und jetzt sieht man hier unten Version 1.2.1. Also es hat irgendwie geklappt, was ich da gemacht habe. Und jetzt kann ich hier auf das Tab klicken und sehe auf einmal, da ist der CIS-Benchmark drin. Was der genau macht, kann euch Peter mehr verraten. Da kenne ich mich nicht so gut mit aus. Aber da kann man im Endeffekt dann auch sehen, gibt es Privileged Container, zum Beispiel NeuVector läuft im Unprivileged Mode, aber auch erst seitdem ihr beide da drauf geschaut hattet. Das hat die Entwicklung dann direkt umgesetzt. Jetzt schauen wir nochmal gerade. Ja, der ist hier noch beschäftigt. Dass wir da drauf kommen, das einmal zeige. Aber ich glaube, da muss ich mir nochmal neu einloggen. Ich war ein bisschen zu schnell. Ist ja auch alles live, was ich hier mache. Und jetzt müssten wir im Endeffekt den Benchmark aber auch sehen können. Ja, vielleicht muss ich erst was scannen, genau. Ja, also da komme ich jetzt komischerweise nicht rein. Ich weiß nicht, woran es jetzt liegt, aber. Ah, okay, stimmt, danke. Ja. Dann läuft das wahrscheinlich jetzt noch im Hintergrund, ne? Aber dann können wir gleich nochmal reingehen. Ich switch mal gerade in die Präsentation zurück, um am Ende schauen wir nochmal gerade rein. Im Endeffekt habe ich euch gezeigt, klar, wie man das NeuVector installiert, wie man Applikationsverhalten lernt und die Policies automatisch baut, wie man Container schützt vor Gefahren, wie man in Containern Vulnerabilities scannt. Wir haben hier noch einen Partner, der heißt Black Duck. Die finden meistens im Source Code schon 60% mehr Vulnerabilities als Docker und als wir selbst, weil die eine eigene Vulnerability-Datenbank hat. Die werde ich beim nächsten Mal hier mit einladen, weil wir sehr eng zusammenarbeiten. Da denke ich mal, ist es für euch auch mal interessant, wie die ihre Vulnerabilities organisieren. Weil im Endeffekt gibt es 16 Vulnerabilities am Tag. Also man hat letztes Jahr 4000 Vulnerabilities im Jahr festgestellt. Wenn man das runterbricht, sind es 16 am Tag. Und das muss man natürlich dann auch im Überblick behalten an seinen Containern. Und da hilft dann Black Duck weiter. Die machen das schon, sage ich mal, mehr als 5 Jahre. Das war die Demo, die ich gezeigt hatte. Und hier nochmal als Überblick die
die Schritte, die man im Endeffekt durchgehen sollte, wenn man eine sichere Umgebung haben will, relativ produktneutral. Und ich schicke auch nochmal einfach Dokumente mit, die neutral sind. Also von allen Punkten, die ich hier gesprochen habe, dass ihr auch mal die normalen Tools seht, die kostenfrei sind, und die Tools, die Geld kosten, wo ungefähr die Unterschiede sind. Klar kann man dann dahinter auch Produkte packen, das habe ich jetzt hier mal gemacht, damit ihr es einordnen könnt von den Funktionen und von der Funktionalität. Schauen wir jetzt nochmal zurück in die Umgebung, ob ich es noch zeigen kann oder ob er noch beschäftigt ist, weil man kann es natürlich vorstellen, mein Home-Equipment ist natürlich auch nicht das Allerschnellste mehr. Ja, schade. Also der ist irgendwie noch am Arbeiten mit dem Benchmark. Sonst hätte ich es nochmal gern gezeigt. Aber ich denke, soweit wäre ich jetzt durch. Fragen können wir gleich noch. Kann ich gerne noch beantworten. Kann auch nochmal in die Umgebung live gehen. Können wir uns zusammen vor den Rechner setzen. Und ich hoffe, das war für euch interessant, so der Mix aus Präsentation und aber auch, dass man es mal live in die Hände nehmen kann. Ne? Und dann erstmal vielen Dank fürs Zuhören.